Und Leute, Trimax hier. Wir spielen weiter mit dem Free-to-Play-Account. Es gibt das nächste Global Tournament, das königliche Turnier. Es gibt wieder unfassbar nice Belohnungen Free-to-Play, die wir mitnehmen müssen. 12 Siege ist Pflicht. Und es ist sehr, sehr, sehr knapp dabei, dass wir die Mutterhexe, die erste Legendary, auf Level 13 bekommen könnten. Max, das wäre ein absoluter Traum. Ich habe noch ganz viele Kisten, die wir gleich Free-to-Play öffnen können aus dem Season Pass. Wenn euch das Ganze gefällt, und bald gibt es ja auch ein sehr großes Clash Royale Content Update, auch für den gemaxten Account, einfach den Kanal abonnieren. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann könnt ihr das hier beim Creator Code. Zusätzlich soll ja sehr zeitnah bald, glaube ich, Clash Mini und Clash Heroes rauskommen. Das werden wir natürlich auch ultra stark zocken. Hier öffne ich erstmal eine Kiste. Sound muss ich noch einstellen. Free-to-Play, guck mal, was ich alles vorbereitet habe. Ich habe jeden Tag gezockt und Gold gesammelt. Ich habe jetzt schon wieder 82.000. Das ist geil. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten. Wie viel Gold bringt das alleine? Ein Prinz. Dart Goblin. 5 Joker. 1200 Gold, noch ein Joker. Ey, ich spare die immer so geil auf, ne? Ey, sehe ich das. Tonschlüssel. Das ist Free-to-Play echt alles. Ja, du sollst vielleicht die Joker verwenden, das wäre ganz gut. Kann ich nicht, da muss ich Geld investieren. Achso, Geld, okay. Ja. Hab ich schon gemacht. Ja, Royal Giant ist durch. Ich könnte jetzt den Royal Giant einmal upgraden. Den will ich ja als 4000, ne. Können wir nicht entbehren. Wir müssen den Joker durchlaufen lassen. Ja, okay. Kann sie auf nichts wählen. Oder nicht? Nee, ich würde upgraden, ehrlicherweise. Das ist hier viel wichtiger, der Joker. Einmal den Royal Giant upgraden. Dann können wir vielleicht nicht die Mutterhexe upgraden. Ja. Okay. Ja. Zack. Alle Joker. Auf dem. Die legendären Joker habe ich 2 von 2. Wie kannst du. Holzfäller? Warte, was hatten wir gesagt, was dein Deck ist, was du maxen willst? Wir müssen jetzt auf jeden Fall, du hast ja noch Damage maxen, dann würde ich auf Eismark oder so hauen. Hast du Eismark? Das müsst ihr ja haben, oder? Das No Damage Deck hier? Ja, also das hast du gesagt, willst du, oder einen auf Graveyard, einen auf Eismark vielleicht? Da kannst du ja im Nachhinein immer noch traden, wenn du willst. Das Ding ist ja, würdest du die Joker jetzt nicht verwenden, dann würde dein nächster Joker, den du bekommst, einfach auch eine random Karte werden. Dementsprechend ist es trotzdem. Ja, ich muss ihn auf jeden Fall nutzen. Und was ist, wenn wir hier auf dem Holzfäller? Kannst du auch machen, aber das Deck willst du ja nicht Long-Term spielen, oder? Nee, aber das werde ich ja nicht, dass ich das aufhole, ist auch sehr unwahrscheinlich, oder? Hier schreibt, Herr Strobel schreibt, nimm das Deck von Oleg. Herr Strobel macht wieder so richtige Kinderwitze, Alter. Ja? Mhm, Das ist so schlecht. Ja, Holzfäller oder wir gehen direkt für ein neues Deck auch, ne? Das hier. Schön auf dem Friedhof. Okay, ein Joker auf dem Friedhof. Ja. Würde ich machen. Zack. Die tun wir hier drauf. Die können wir auch upgraden. Ich brauche so viel Gold. Hilfe. So. Noch mehr. Zwei Kisten noch. Wie viel Gold habe ich? 88.000 nur? Ah, okay, 4.000 für Royal Giant. Sonst wäre ich jetzt bei 92.000. Ja. Okay, welches Deck spielen wir? Also, globales Turnier, ich würde ehrlicherweise sagen, wir gehen mit nur Damage rein, weil... Echt jetzt? Ja, also Ejan wurde halt schon ein bisschen genervt, das merkt man schon. Also, aber habe ich da alles Level 9? Rein, wenn du das willst. Was ist das? Habe ich alles Level 9 automatisch? Oh, hast du gar nicht alles Level 9, Leute, ich bin ja lost, dann nicht. Dann müssen wir dann nochmal spielen, ja. Oh Mann, jetzt hätte ich das gerne Level 9. Dann müssen wir normales spielen. Jetzt habe ich gerade alle Joker verballert, oder? Ja, du hättest die Möglichkeit zumindest den Ritter, könntest du halt aber auch nur auf 8 ziehen. Da fehlen dir dann am Ende 400 Karten. Und selbst der Grabstein ist low. Das
Der Grabstein, den kannst du. Ja, das klappt nicht, Das klappt nicht. Bomb Tower wäre auch die Option. Also Grabstein gerade. Nee, das nicht, das nicht. Ja, okay, dann. Dann gehen wir rein mit deinem normalen, I guess. Ja, also, oder hast du andere Vorschläge? Also, es funktioniert noch, klar. Wurde halt jetzt nur in 3 Karten gelöft, ne? Ja, aber ich habe nichts stark davon gemerkt. Ja, okay, dann geh rein. Welche denn? Mutterhexe? E-Giant? E-Giant? AP, der wird immer noch gespielt. Ja. Und Mutterhexe auch. Also, du kannst rein. Ja. Wir machen es mit dem Deck. Das spiele ich halt auch immer. Ich spiele das jeden Tag. Das ist, glaube ich, nicht bewusst. Ich spiele mehr als du. Ach so, okay. Das hatte ich jetzt für eine steile These. Auf dem Free-to-Play-Account spiele ich mehr als du. Ja, okay, das ist aktuell wahrscheinlich sogar möglich, ja. Sehr gut. Direkt mal ein Achter. Nice. 12 Siege brauchen wir. Ja, okay, da würde ich sagen, ich spiele jetzt schon mal einfach Mega-Million hinten. Oh, ich würde jetzt gerne auf... Ja, okay, Mutterhexe rein. Oh, die schmeckt doch, oder? Ist lecker, ja. Die ist sogar geraged, die Schweine. Oh, er macht doch Fledermäuse dazu. Wahnsinn. Nein, das hätte ich nicht so den Plan, was er da macht. Okay. Nicht na, das war ein bisschen bad. Ja, fand ich jetzt auch nicht so gut. Hätte ich gefühlt, wenn die... Naja. Ja, okay, war okay. War noch in Ordnung. Ja. Insane. Oh, no! Wieder kalt, ja. Oh, Wahnsinn. Oh, schafft die Mutterhexe? Nee. Schafft sie nicht. Oh, der Turm ist weg. Der kann doch gar nichts machen. Nee, der ist auch ganz schlecht, der Typ. Der ist ja nicht der allerbeste Spieler. Definitiv. Sehr gut. Erster Win schmeckt. Ich weiß genau, wie deutlich das gerade mit den Farben triggert. Ich sehe es gerade bei mir im Stream. Ja, man kann es nicht fixen. Alex braucht eine Sprachnachricht. Let's go. Moin. Früher konnte man in der alten Elgato-Software mit der alten Scheiß-Elgato ganz einfach iPad auswählen in den Einstellungen. Dann hat das Format gestimmt, die Farben haben gestimmt, der Sound hat gestimmt, alles war nice. Das geht nicht mehr. Ich krieg nicht die normalen Clash Royale-Farben hin. Wäre mega nice, wenn wir das irgendwie bis zum nächsten Mal fixen können. Ich habe jetzt gerade 15 Minuten mit Big Spin Live im Stream rumgetüftelt, aber funktioniert nicht. Großes Problem. Danke. Er wird sich jetzt so reinfuchsen. Zwei Joker. Das ist so geil. Ich könnte noch viel mit Jokern reißen. Ja, stimmt. Neuner, kein Clan. Okay, wir kommen, den kannst du reinspielen, wenn du willst, hinten. Genau. Okay, was kann er? Okay, er hat Mini-Packer, da kannst du theoretisch Holzfäller hinten spielen. Einfach. Genau. Jetzt kannst du gucken, ob du Skami davor packst oder Mutterhexe rein. Ja. Kann die Mutterhexe. Oh, bad, bad. Ich wollte, dass sie die Minions mit angreift. Hat sie nicht. Das sah zwischenzeitlich so aus, als würde es klappen. Ja, aber gar nicht. Kite? Ja. Ja. Der Tesla wirft bis dahin aus. Nado ist ready. Weil Kyrie ist eh lost gegen E-Giant. Oh, der hat schon wieder Mini-Packer? Fuck. Was hat der denn noch als eingesetzt? Nee, kein so guter Nado. Naja, die Dings sind noch gestorben. Ja, reicht aus, passt. Passt. Okay, nice. Ich meine, was kostet Mini-Packer? 4. Und Minions? 7. Und die Valkyrie? 4. 11. Naja. War okay. Also, du hättest jetzt in der Situation Eve auf seiner Brücke mal spielen können. Aber passt jetzt nicht mehr. Da muss ich noch rausfinden, wann das. Aber er hat keine. Ah, er hat eine Valkyrie oder nicht. Holzfäller hinten spielen, einfach Holzfäller hinten rein. Mal schauen, was er dagegen. Okay, nice für dich. Ah, ist jetzt sehr. Da hat viel kassiert, aber wir haben Sepp bereit und das ist viel Single-Target-Damage. Ja, der lässt, wenn eine Valkyrie kommt, stun ich sie. Ja, okay. Das
Zack, und jetzt können sie die wegritten. Guck, geil. Ja, Hit. Interessant auf jeden Fall. Oh, Sepp ist raus und Spirit. Sepp, let's go. Sepp und Spirit ist raus. Modus. Schnelles Garmi. Sepp und Spirit, beides. Der hat nichts. Ah, Minions. Das ist halt so dreist, aber klappt. Da wurde extra. Ja, wieso? Was soll er. Digga, was hat. Okay. Sepp und. Ja, aber was soll er haben? Sepp und Fire Spirit. Ja, der hätte Tesla setzen können oder so, der hätte schon gepasst. Naja, dann hätte ich Plus gemacht, trotzdem. Check mal gleich, WhatsApp ist wichtig, schreibt Chef Strobel. Ist nicht wichtig. So eine Oleg-Nachricht, Alter. Korrekt. Es hilft ja immer ein Feuerwehr auf meine E-Bobs. Oh, was? Ja, das war jetzt überkacke. Wieso hat der jetzt einfach das Ding angegriffen? Wie nervig. Oh mein Gott. Wie findest du sowas? Das finde ich sehr, sehr wild. What? Ist der noch nicht raus? Der macht mich nass. Der macht mich völlig nass, der Typ, ne? Kontert der mich oder was? Was soll ich machen? Du kannst. Oh, der Dings ist durch. Ja, warte mal. Du musst es im Prinzip fett reinpushen. Irgendwie das Nelu, Nelu, ja, wichtig. Feuerbereich, der Feuerbereich über so eine Brücke, ja, mach das mal. Wenn ein Schweine reinkommt, muss ich ihn töten können. Oh, reicht. Scheiße, du darfst der Strobi die Schuld geben. Da darf ich der Strobi die Schuld geben? Darfst du, ja. Der hat mich komplett abgelenkt. Das war ja sehr lost. Im zweiten Game. Was hat er genau geschrieben? Kann ich das erfahren? Er hat dann in der Kampagne nachgefragt, ob ich Interesse daran habe. Das glaube ich nicht. Och. Echt jetzt? Ja. Wenn sie im zweiten Game sind. Ja. Ja, dann ist halt. Danke. Danke schön, Strohl, aber damit musst du jetzt leben. Nee, es ist ihr weißt, was das heißt, ne? Was heißt das? Sag mir, was es heißt. Er weiß es. Er weiß es. Was heißt es denn? Er weiß, was das heißt. Es gibt immer die gleiche Strafe, die er schon zweimal bekommen. Das ist das dritte Mal. Eine Woche vorunter von der Autohostliste. Der Strobel schreibt mir in 7 Tagen. Schreibt mir in 7 Tagen. Was? Sitzkartoffel weiße. Schreibt mir in 7 Tagen, dann packe ich wieder rauf. Oh mein Gott. Ich habe einfach übelst kassiert. Ich habe übertrieben kassiert. Kein Tipp. Der Strobel hat mir Gefallen getan. Aber was für ein Timing, was für ein Timing. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster von 50 Minuten im zweiten Game. Haut er dir eine Kampagne rüber? Scheiße, was soll ich, der Strobel? Kein Problem, der Strobel. Ist eine Woche ist doch nichts, Digga. Wie lange zocken wir schon? 6 Jahre fast. Überhaupt Split, ist das was? Aber diese Bestrafung finde ich wild. Die kennt der. Hardcore Fireball Bait Deck macht euch übertrieben nass. Ja, ich spiele jetzt gar nicht auf der Holzfeuer auf der rechten und zwar auf der linken Seite in die Rekruten rein. Ah, Hilfe, Set das. Set ist da. Moment. Zack. Ja, gut, egal, passt, ja. Mega Million drauf. Ja, ich mach jetzt so einfach chillig halt an. Big Damage, wenn es dumm läuft. Ist okay, aber rechts habe ich auch noch einen Feller. Fail Holz. Ja, ist okay, passt. Ein Hit. Okay, gegen den Typen müssen wir gucken, ob der oder was der spielt. Er hat Feuerball Bait und ich habe keinen Feuerball, ne? Es ist halt ein sehr mächtiges Deck gegen mich, das weißt du. Das stimmt. Ja, das weiß ich. Aber lass ihn versuchen, trotzdem zu besiegen. Ja. Okay, Spiel Mutter Ex hinten. Hat er einen Feuerball selber? Der hat Feuerball, ja. Boah. Spiel Mega Mini rechts. Okay, ne, spiel Mega Mini hinten links.
ganz hinten links. Genau, ja, also hinten in die Ecke dann ganz links links, weißt du? Ja, in die hier? Bauern, genau. Ja, passt. Ich hab nichts gegen okay. die Zugmaschine, ne? Ja, ja, das ist ein bisschen. Skami rein, Skami rein, Skami rein, Skami, dass die das Megami überlebt, wichtig. Let's go. Jetzt tötet das Megami nämlich die Flugmaschine, das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt immer versuchen, uns das Megami für die Flugmaschine defensiver aufzuheben. Das ist das Wichtigste. Und Skami am besten für die Piglets. Diese beiden Sachen müssen wir beachten. Ja, komm, hat er keinen Sepp? Er hat keinen Sepp, nein, er hat nur Lok. Sepp, Seppdi oder Holzfäller? Beides okay. Sepp ist ein gutes Sepp-Timing, ist wichtig. Ja, ist egal, aber passt. Da kannst du im Prinzip jetzt mal den Ejan hinten spielen. Ah, ja, kein Gebäude, ne? Stimmt. So, und jetzt kannst du Holzfäller hinten spielen. Genau, spiel der Holzfäller rein, ja. Spiel die Mutterhexe nach links hinter die Ejan, aber so weit an, vom Turm weg, dass der Feuerball nicht treffen kann. Hier kommen wir drauf, genau, perfekt. Okay, ja. Ja, wäre vielleicht dann besser gewesen, wenn du da, aber ist okay. Okay, wirst ein bisschen Schaden machen. Du wirst ein bisschen Elite-Bauern hinter, Elite-Bauern dahinter, wegen Rage, genau. Perfekt, Holzfäller noch hinterlegen. Jetzt alles hinter Spam. Let's go. Jetzt selbst zu dir, genau. Let's go, Max. Okay, na, es ist guter Schaden, aber guter Schaden. Direkt kannst, hinterher? Wenn du willst, EJ Brücke, aber der hat wieder Cage im Cycle. Musst du aufpassen. Ist okay. Da würde ich Megamin, sobald Cage kommt, Megamin, sobald Cage kommt, spiel Megamin rein, genau. Dann musst du Nadu jetzt spielen, genau. Du wirst kaum Schaden machen mit der Offensive. Aber ist okay. Jetzt hinten wieder, hinten einsiedeln. Spiel Holzfäller, hinten links. Wie krank Konter, das kann doch nicht sein, da oder? E-Bubs, wenn die, da kommen gleich die Pickles Vorspieler, E-Bubs. Ja, oder auch nicht, okay. Zeit wieder rekruten. Kannst Mutter Ex im Mittig spielen, mit dich an die Brücke, damit da ein bisschen abgefahren wird. Und er keine Feuerball auf alles trifft. Gut. Kommt die Flugmaschine? Ja, da ist sie. Gutes Skami. Sau gutes Skami. Sehr gut, er kann Feuerball, das war gut, Max. Das war so gut, ja, ja, let's go. Let's go, let's go, let's go. Du wirst auf der rechten Seite viel Damage machen. Okay, nice, Elektro-Riese rein, 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 rein. Was, was, links, links rein? Kein Cage mehr. Cage mehr, kein Cage mehr rein. Passt, Holzfäller rein, Holzfäller rein. Oder Nado, beides gut. Erst kurz ein Holzfäller, dann Nado, aber nicht das dritte Set, genau. Boom. Perfekt, perfekt, Max, let's go. Ja, Mann, wichtig. Das ist es. Alter, einfach den Wichser, der mich kontert, besiegt. Insane. Ich hätte so oft Beton gebissen gegen den. Der ist so mächtig. Richtig, Runde, Alter. Oh Gott, ey, insane. Wahnsinn. Ey, da hätte ich 10 von 10 Dinger gegen verkackt. Das kontert so böse. Es hat den Cage und den ganzen Stuff. Es ist ein Feuerball-Bait-Deck und wir haben keinen großen Zauber. Das geht eigentlich gar nicht. Du hast aber auch intuitiv ein paar Sachen richtig gemacht. Zum Beispiel der Mutterhexen Protect an der Brücke war sehr geil am Ende. Stimmt, der hat auch nochmal geholfen. Da haben wir rechts so viel Druck gemacht, dass wir links im E-Giant durchgehen konnten. Stimmt. Ja. Alter, was für ein. Geil, was sind das für schwierige Runde, Games? Das war nice. Das war genau so, wie ich mir das vorstelle. Okay, El Diablo. Mal sehen, was er kann. Jetzt kannst du hier Megamini im Prinzip wieder hinten spielen einfach. Mach ich immer gerne. Ja, ist ein guter Play. Kannst du nicht viel falsch machen. Dann kannst du Holzfäller nach hinten. Okay, Holzfäller rein. Ich mach hinten Mutterhex, oder? Auch gut, ja. Bisschen gegen Luft. Hier säbbe ich damit Mega Minion das Ding. Okay, kannst davor im Prinzip oder dahinter ein Holzfäller, genau, nach hinten Holzfäller, ja. Passt. Erstmal gucken, was der Gegner jetzt spielt. Jetzt müssen wir gucken, was er hat. Ansonsten kannst du, okay, nice für dich. Dann kite ich. Das kennst du. Achso, okay. Ja, beides nee, ich split gut. Im Rage, noch geiler. Ja, ist so gut. Let's go. Oh Gott, jetzt? Einfach Nado. Ja, am besten so, dass du die Turm-Nados. Weil hätte er jetzt Miner, die wären nicht schon vom Turm gestorben, hättest du ein Problem gehabt. Hey, noch. Oh, Mutterhex, aber ja. Passt. Okay, aber später. Du, ich würde sagen, erstmal warten. Bis du voll bist. Du hast ja kein Nado mehr, sonst würde ich sagen, EJ Brücke, aber das geht nicht. Megamin hier rein. Aber Megamin in E-Giant ist auch immer mächtig. Ja, wenn du jetzt in Inferno-Deck einsetzt, kannst du E-Giant reinspielen, wenn du weißt, dass der E-Giant dann. Jetzt geht er rein, ne? Jetzt E-Giant, mach einfach, genau. Mach ja, einfach ja, in die hoffen, Hexe. Dass der Kacke ist. Ansonsten. Selbst wenn ich hab noch einen Sepp gegen Inferno-Deck. Genau. Oh. Okay, nice für dich. Nice, ist okay. Was? Das ist jetzt interessant. Freeze den E-Giant so auseinander! Spiel mal die Hexenmutter rein.
Und dann gleich Holzfäller. Oh mein Gott, sie greift die falsche an. Guck es dir an. Passt. Ich hätte erst nur noch gesetzt, aber ist okay. Nice. Nein, nicht mehr setzen. Passt. Okay, okay. Also, Gegner hat auf jeden Fall fette Karten gegen dich. Ich spiel mal so die Preußen. Skami auf der linken Seite, damit du deinen Mega-Ritter rausbaitest. Skami links, dann spielt der Mega-Ritter. Dann spielst du, oder Mini-Horde, beides wäre gut. Dann spielst du dir das Mega-Mini schon mal. Oh, selber Skami, okay, gut. Mega-Mini, genau. Ja, kannst du machen, aber muss ja, ich. Nicht, ne? Das heißt, du musst jetzt im Prinzip alles zusammenziehen gleich. Oder am besten jetzt zusammenziehen, genau. Damit er jetzt schon füßen muss direkt. Das ist der Mega-Mini nämlich nicht, was ganz gut ist. Ex-Motor passt, genau. Jetzt nichts weiter reinkommen, weil sonst killt der Mega-Ritter alles. Starker Sepp, genau. Weil es jetzt noch ein Schwein wird. Ja, so stark war das jetzt. Mega-Mini noch rein, Mega-Mini rein. Nee, ich mache sowas. Auch gut. Passt. So, dann kannst du Mega-Mini spielen, genau. Und da kannst du noch ein Holzfeld hängen lassen. Oder E-Giant. What the fuck, der tötet einen E-Giant in meiner Hälfte. So kann man mich doch gar nicht kontern, oder? Der tötet einen E-Giant in meiner Hälfte. Was ist denn hier? Ja, egal. Kannst du den ran. Ranziehen? Genau, zieh ihn mal ran. Perfekt. So, der haut das Feuerwehr, fällt ihn. Ah, fällt ihn nicht, okay, krass. Echt nicht Batman. Das ist echt nicht Batman. Mega Mini hinten. Ach, Digga, kannst du auch knicken? Was soll ich denn machen, hä? Ja, warte ab. E-Giant davor nochmal. Ja, E-Giant jetzt rein und dann Sepp direkt. Oder auch so, passt, genau. Und jetzt wird's rein. Ja, let's go, Max, let's go. Elite-Barbar links. Elite-Barbar Nado links jetzt. Können wir noch einen Mega-Ritter haben? Nado für die. Nado für die. Nee, Nado hier. Oh. Nicht? Dass der Magier tot ist? Du wärst mit dem Ivers komplett durch gewesen. Komplett? Komplett. Egal, das machen wir nochmal, das kriegen wir hin. Sepp, das, oh mein Gott, der Todes-Sepp. Muss aufpassen, den Freeze. Oh, sick. Nice. Ja, gutes Gami. Ist okay. Also, ja. Ich kann hier überleben, ja, also überlebt, nice. Okay, setz den nächsten Agent davor. Agent rein. Ich hab keinen Freeze mehr. Ein bisschen Damage-Sheet. Normalerweise müssen wir gar nicht mehr dumme Sachen machen. Wir müssen einfach nur chillen. Das war sehr dumm. Das war genau das, was wir nicht machen dürfen. Egal, ich zapp das. Zack. Ein Hit. Zweiter Hit. 187 Leben und das Ding ist tot. Sauber. Sauber. Digga, er hat einfach einen E-Giant in meiner Hälfte getötet. Das hätte er so gewinnen müssen. Der hatte schon wieder eine Hexe und einen Magier. Ich habe keinen großen Zauber. Mit einem Poison, Lightning oder Feuerball, der hätte ich das 1000 Mal gewonnen. Egal, das ist ja, jetzt nur, das ist nur eine Pechsträhne. Gleich kommt wieder eine Glückssträhne. Gleich kommt einfach jemand, den ich einfach richtig dumm wegkonter. Den werde ich so dumm weg. Das wird ein No-Brainer. Okay, let's go. Sepp ist da. Gutes Timing. Zack. Und sie sind am Turm. Darauf hat er nicht gerechnet. Ein Hit. Hexe nicht tot. Aber Turm. Oh, guck mal. Kannst du hin. Hexen wurde rein, genau. Das hat echt jeder einen Feuerball dabei. Ich fühle mich verarscht. Ein Turmstone. Ja. So, irgendwie. Immer die Hexe an Turm und immer alles tot. Egal, gewinnen wir. Du guckst sehr oft in den Checker, kann das sein? Nee. Nur wenn ich komplett sicher bin. Okay, kannst den in den Same Lane packen. Ist aber risky, weil du nicht weißt, ob er Pick oder so hat. Okay, damit wissen wir, dass mein Aufladegerät, was ich angeschlossen habe, nicht funktioniert. Ey, jetzt nicht gemacht, weil du, der wäre eh reingelaufen. Oh, er hat einfach eine Firecrackerin, eine Hexe. Egal, das ist ja richtig das Damage. Passt uns down, nice. Nice, okay. Jetzt kannst du die Hexenmutter reinsetzen, rechts. Ich bin ein Feuerball, muss ich irgendwie. Ich lass die erst da links connecten. Ach, Digga, ich kann nicht mehr. Egal. Ja, aber wie low ist das, dass die nie Skelette angreift? Immer eine halbe Stunde dafür braucht. Die nimmt schon zwei Skelette ins Visier. Und weißt du, wie das ist? Das ist, als ob du Midlane Velkos 3-0 nach 7 Minuten stehst und dann kommt dir der vierte Kill irgendwie mit Ignite 1 HP davon. Da regst du dich da auch nicht auf. Du bist doch übel am Gewinn. Hm. Boah, kein Split, Hardcore. Das
zack. Warten, zack. Ja, das ist er. Nice, GG. Sauber. Hier 1, ja? Was meinst du? Oder wie stehen wir? 4-1 oder 3-1? 4-1. Weiß es gar nicht. Ich verstehe nicht, warum mein iPad nicht lädt. Ich habe hier alles perfekt drin. Hm. Da muss ich ein richtiges Gerät holen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Ja. Okay. 4-1. Geil. Und Schlüssel nehmen wir mit. Wieder rein. Okay. Da kannst du im Prinzip einfach, wenn du möchtest, Skami oder Holzfäller an der Brücke setzen. Beides gut. Oder auch hinten. Holzfäller hinten, Skami Brücke. Okay, Skami rein. Oder Iba. Achso, geht auch das? Ja, da connectet die aber, ne? Das weißt du. Aber der Skami nicht? Ja, du musst die E-Buffs halt nach vorne weitersetzen. Du hast die irgendwie vor deinen Turm gesetzt. Wenn du die E-Buffs schneller setzt und weiter vorne, dann kriegen auch alle beide ihren zweiten Hit raus und dann stirbt sie direkt. Okay, gut zu wissen. Ja. Hast du mal einen E-Giant vor? Kannst du machen, wenn du möchtest, ja. Ja, machen wir. Steht auch mit Abstand, dass er mit dem Mega-Ritter, wenn er einen hat, nicht beide trifft. Er hat eine Valkyrie, eh kein Mega-Ritter. Oh mein Gott, Pekka-Magier. Ja. Hacker, Magier, Widerreiterin, Valkyrie, Magier. Hä? Spiel Holzfäller so, dass der Magier in den Holzfäller fokussiert und dann instant Skami in den Packer. Hm, das ist ein Basic Play. Weißt du, was ich meine, ne? Und links spielen wir Nado. Lässt du den Vorfall? So, wie fandest du das? Kannst du sagen. Von 1 bis 10 kannst du gerne eine Wertung reinhauen. Das war das exakte Schweinereiter-Placement für die Elite-Barbaren. Wie fandest du das? Extrem geil, Max, wirklich phänomenal. Wieso sind die Elite-Barbaren kleiner als der Schweinereiter? So zieht man doch auch einen Mini-Packer ran und einen Holzfäller und eine Banditin. Alles zieht man doch so ran und einen Fischer. Okay, da kannst du E-Bobs reinsenden. Den setze ich da rein. War gut? Ja, war gegen, ja, deshalb wieder Packer. Kann man gegen Packer Widerreiterin gewinnen? Habe ich da schon mal gegen gewonnen? Ja, du setzt gleich, wenn er sein Packer kommt. Okay, setz 3, 2, 1, rein. Boom. Da kommt der Packer. Alter Gottes. Mutterhexe, Mutterhexe auf der rechten Seite, die Valkyrie hat er, hat die Valkyrie noch, du musst Mutterhexe zappen. Und Mutterhexe ja. Und Zapp. Zack, 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 das haben wir. Okay, gut. So, dann musst du jetzt spielen Megami und dann Skami. Megami auf den Magier, Skami da rein. Perfekt. Da spielst du deine E-Buffs, deine E-Buffs, deine E-Buffs. Ne, hinter den, genau, perfekt. Zack. Okay, wichtig. Gleich musst schön. Du Agent an der Brücke spielen, dann musst du Nado irgendwie den Packer wegziehen. Du musst irgendeinen, also richtig weird Move machen. Oder, wenn er clever ist, spielt er jetzt da gar keinen Packer rein, aber er spielt. Okay, wieder weiteren. Dann wirst du den Holzfäller reinspielen, genau. Megami noch rein. Aber du sollst durchkommen, du sollst eigentlich durchkommen. Mit. Noch ein Sicherheitszap. Oh, es reicht nicht. Fuck, Mann, es reicht. Ja, es konnte. Das Packer-Widerreiterin-Ding mit EU, das wissen wir doch. Er hat noch Elite-Barbaren. Elite-Barbaren-Packer-Widerreiterin können wir nicht gewinnen. Ey, wir wären aber fast durchgekommen. Das stimmt, aber dann hätten wir auch den Rest. Ich hätte doch meinen King Tower verloren. Was soll ich das verteidigen? Da geht doch nichts. Packer-Elite-Barbaren. Möchtest du den Leuten, die haben ja auch super viele Leute, die nie Clash Royale gesehen haben oder irgendwas. Ja. Die wissen gar nicht, was das heißt. Ja. Wie stark das einen besiegt. Also der E-Giant ist eine super coole Einheit, aber die zwei besten Einheiten, die es dagegen gibt, ist Pekka und E-Buffs. Und wenn jemand Pekka und E-Buffs in einem Deck spielt, ist der Spieler extrem dumm und schafft in der Challenge nur sehr wenige Matchups, weil er fast gegen alles verliert. Außer Golems, Giants und E-Giants besiegt er problemlos und gegen alles andere verliert er. Das ist einfach ein Coin-Flip. Und das hat der Gegner gerade gespielt. Das ist für ihn sehr schlecht und für uns sehr schlecht. Und beide kommen wir dadurch nicht weiter. Gegen Sieg. Okay, ich spiel's gegen du, Bauer. Mhm. Mega mehr hinten.
Und dann gucken wir mal, was er jetzt machen wird. Okay, da kannst du deine Holzfäller hinten spielen, wenn du willst. Du kannst nicht Elite Barbaren an der Brücke bringen, wenn du noch nicht weißt, wenn der Magier kommt, da hat er safe noch bei Kyro und so. Hm, okay. Das ist keine gute Idee. Jetzt den Rage noch rein? Ja. Der ist jetzt schnell, der ist sehr schnell dadurch. Ja gut, sein Mega-Rad ist jetzt nicht sonderlich gut gegen dich, was für dich natürlich nice ist. Ewis und... Kannst die Elite Barbaren einfach um den Mega-Rad rumspitten, scheiß auf den Ewis, genau. Ja, gut. Genau. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt geht er. Krass. Ewis weg, ganz guter Set nochmal. Ja, wobei brauchst du nicht. Nee, passt. Zack. Nice. Heftig. Skami rein, Skami mittig, damit er kein Lock bedingt ist. Nein, und ja, dann? Passt. Was soll ich dann machen? Ging nichts. Dann? Ja, Mega Minion. Und dann halt ein bisschen früher vielleicht so eine Mutter-Ex oder so. Das hätte schon was getan. Holzfäller rein in der Brücke, Holzfäller-Brücke. Schade, die wollte ich treffen. Ja, gute Dings. Aber passt, alles gut. Okay. Du kannst Skami, Aja in Brücke bringen, wenn du willst. Er kann E-Buffs ready, ne? Ja. Er muss auch eine Karte cyclen. Jetzt hat er sie. Muss ich gar nicht naden, oder? Der ist doch in Reichweite. Nee, du sollst auch nicht naden, du bist jetzt deffen. Deffen ganz klassisch, natürlich mit den E-Buffs, klar. E-Buffs vor deinen Turm. Okay, da spielst du einfach Skami rein und... Bin auch klar? Ja, es ist halt den halben Turm von Europa. Du musst jetzt halt keinen Schaden, darfst keinen Schaden mehr kassieren. Hat er einen großen Zauber? Ganz hinten. Was spielt denn der? Hä? Dann kannst du da rein Holzfäller spielen gleich. Holzfäller Mega Mini rein. Genau, perfekt. Dann spielst du E-Bubs. Na, erstmal sowas. Ein Zap. Zack. Und weg. Nicht geklappt. 26 Sekunden noch. Wieder nächste E-Bubs. Muss dein E-Buffs reinspielen? Ja. Okay. 16 Sekunden, das sieht ein bisschen knapp aus, oder? Ja, das ist auch knapp. Ich muss den E-Jan jetzt recht spielen, das reicht nicht mehr. Kommt er nicht mehr an? Was haben wir denn im letzten GT gespielt? Ich, Digga, das ist unlogisch. Wer spielt denn? Wer spielt denn wieder Magier Ewis? Die spielen alle. Hätte ich einen Lightning gehabt, hätte ich 3 Free Wins gehabt und ich hätte mit Augen zugewonnen. Aber wenn ich jetzt einen Lightning reinnehme, dann sage ich, spielen wir nur noch gegen Lockbait. Das. Also, ich weiß nicht, warum so viele Single Target Damage spielen. Alter, Single Target Damage hätte ich ja mit diesem Deck alles auseinandergenommen, ne? Gegen das Packer-Deck, gegen die E-Barbs. E-Barbs mit Eismagier, Ritter und Grabstein. Digga, aber ich hätte diese Matchups mit dem Deck nicht bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Boah, halt auch gegen Packer-Witterreiterin. Hätte ich in diesen Matchups hingezaubert? Das wäre ein... Wow. Ja, das wäre geil gewesen. Mit dem Damage-Deck. Das wäre schon geil. Aber das hast du halt noch nicht, Max. Das haben wir nicht. Leben. Wir brauchen genug Wins, um die Mutterhexe 13 zu bekommen. 12.000 Gold brauchen wir. Wie viele Wins ist das? Wir haben 4.000 für Dings ausgegeben. Ja, ich kann um Karten bitten, das machen wir doch. Was haben wir für Belohnung? Gleich nochmal 2.500 Gold. Noch eine Blitztruhe, nochmal 2500. 5000 plus Blitztruhe. Plus ich kann aus so einem Fall mal stehen. Aus Klärburg ist da auch noch Gold? Hab ich schon gemacht, außer ein Match. Okay. Sonst könnten wir. Aber eine GC will ich dir auch nicht antun. Oh ja. Oh ja. Achso, ja. Also ja, das wäre zu brutal. Könntest du den E-Giant Tausch noch über Gold bekommen? Stimmt, ne? Aber was... Oder wir sagen, scheiß auf... Ach, Digga, wir müssen schon die Mutterhexe auf 12 kriegen, oder? Das wäre wichtig, ja, klar. Und das Deck ist ja Public immer noch sehr mächtig. Ja. Public finde ich das genial, aber in der Challenge...
Ja, du kriegst halt irgendwie, die Matches, die du bekommst, sind total unlogisch, weil du die ganze Zeit irgendwelche Leute bekommst, die ja selber nur Scheiße spielen. Ja, ja, aber genau. Die können doch nicht jetzt Summer of the Way. Genau. Das sind richtig dumme Spieler. Die schaffen nur 5 Wins, aber sie kontern mich so dumm weg, dass die spielen wie, die können so Scheiße spielen. Es ist egal. Ja. Wir müssen weiter reingehen. Müssen wir mit dem Deck bleiben, das ist das Einzige, was geht. Letztes Mal haben wir immer 14 Siege, 13 Siege, 14 Siege geschafft. Das ist, als ob wir jetzt wieder Pekka Elite-Barbaren kriegen. Oder Magier Ewis. Ja, das war geil. Gott, wer ist er denn? Ich hasse ihn. Oder ich einfach hinten. Geht ja gut los. Okay, Megamin drauf. Reicht. Wenn er nichts spielt. Nee, du noch? Nein, erstmal nicht. Wenn er nichts spielt, reicht's. Geil. Kannst du jetzt wieder hinten spielen, hinten links oder so? Okay, hinten rechts, genau. Jetzt kannst du versuchen, mit Skami reinzuficken, wenn du willst, aber du kannst auch Ebubs fitten. Spill mal Ebubs aus dem Bowler. Der muss ja geht beide das? Seiten deffen. Spitten, Max, auf dem Bowler. Ah, ich dachte, das wäre ein Split. Ich dachte, einer läuft nach rechts. Das ist so machen wie bei den Mega-Ritter. Stimmt. Aber selbst du oder Skami? Oh, Skami, die ist sogar noch geraged. Und er hat einen Spirit rausgeballert. Die sind schnell. Oh, da muss er aufpassen. Oh, die sind echt schnell. Das ist guter Damage. Ach, so eine Kacke, Alter. Und so bekommst du deinen Damage, Junge. Was ja, so krieg ich den, Jetzt ist dein Tesla weg. Wollen wir mal rein? Ja. Sag schnell. Ja. Wir gehen rein. Nee, du hast auch gehört jetzt. Ob er jetzt wieder den übelsten, größten Single-Target-Damage auf diesem Planeten hat. Perfekt, den brauchen wir. Let's go. Endlich mal. Oh, Bowler ist auch überkacke. Ja, Alter. Das endlich mal. Den konntest du brainless weg, Mann. Ja, endlich habe ich auch mal einen Brain. Aber viel zu selten, oder nicht? Ja, stimmt schon. Oh, oben, Mega Mini ist nicht da. Hat auch nicht so klar, das rauszuspielen, ne? Wer stimmt. Muss die Mutter extra reinspielen? Ich komme nicht drauf klar, dass er Bowler Ballon spielt. Wie viele Hits sind das? Ja, einer geht klar. Ja, geht klar, passt. Oh, so ein Tesla ist raus. Chillig. Nee, Joint hinten. Tesla ist raus. Du eigentlich easy jetzt Bowler ist schwach. Kannst, wenn du willst, Ebubs auf der rechten Seite einfach spielen, so. Rechts hinten oder rechts an der Brücke auch, egal. Kannst aber sie auch in den Bowler spielen. Egal, rechts also. Vorne, Druck machen ein bisschen. Ja. Kannst du ihn setzen, wenn du willst, aber nicht. Okay, nice, dann setzt Tesla ein. Jetzt kann ich aus Megaminion einsetzen, aber wenn der Ballon kommt, ist es Megaminion Ida. Ja. Die Marmhexe. Pass auf rechts, spiel die Mutterhexe noch nicht. Erstmal. Ja, jetzt läuft uns voll. Ja. Jetzt nimmst du das nach hinten alles. Das ist halt die Gefahr, deswegen du den Elektrosen besser nicht jetzt spielen sollen. Es ist trotzdem knapp nicht der Turm, glaube ich. Oh, nice. Sauber. Wäre jetzt aber eh der Gegenturm, oder? Ja. Mit dem Push. Ja. Ja, das wäre es noch gewesen. Alter, endlich mal nur ein Inferno Dragon als Single Target Damage. Ja, Mann. So free, so free. Das war aber das müsste öfter passieren, 2500 Gold, geil. Da ist wieder Packer Sparky. Würdest du lachen, ne? Junge, Mara Jinx ist nicht. Okay. Mini Packer. Einfach so ein Holzfäller. In die Brücke? Ja, einfach machen. Nee, hinten. Na, ich finde die Brücke auch mal cool, weil Sepp kann immer gefährlich werden. Jetzt guck mal, hast du Free Damage schon mal. Zack. 1, 2, 3, 4. Ja, what the fuck, oh mein Gott. Also, 4 waren frech, und das weißt du auch selber. Mega Mini rein. Korrekt. Ich mach so und Skami. Ja, mach das. Und Mega Mini. Haben wir ein Schwein, das ist gut. Noch ein Schwein, genial. Ebubs Brücke links, Ebubs Brücke. Ebubs Brücke rechts. Rechts. Und der Körper hat Digga dann Holz zugleich. Guck dir das an. Das war ein richtig schlechter Tornado zum Beispiel. Weil ich sie verschwendet. Er hat es nochmal in ein Schwein verwandelt. Ich weiß nicht, ob ich für das Scheißding 3 Elixier ausgeben würde. Es lebt und denkt!
Unser fast jetzt hier ein Push, ein Win passt. Guck mal. Hat sich vielleicht sogar gelohnt, 3 Elixier für so ein Kackschwein auszugeben. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn du das. Wenn du denkst, es hat sich gelohnt, weil du wirst es immer wieder machen. Und die nächsten 9 Male wird es nicht klappen. Und dann wirst du dich fragen, warum. Korrekt. Kite. Oh, Double Kite. Oh, ist das herrlich. Und jetzt ein Megaminion drüber. Das nochmal erleben darf. Der scheiß Dark Prince ist schon tot. No. Ja, okay. Hat sich dann doch irgendwie gelohnt, ja. Was? Double Kite ist immer stark. Ein bisschen Glück von Zeitfenster her, sag ich dir auch so, wie es ist. Mhm. Ich glaub, ey, du musst aber noch... Ja, das ist, der stirbt in der Luft. Spiel. Nein. Doch. Doch. Oh. Was ist? Nee, alles gut. Ich bin froh. Ich freue mich einfach mit dir, dass die Interaktion gerade komplett auf deiner Seite sind. Da freue ich mich. Das ist aber nicht üblich. Das musst du nur wissen. Richtig. Und ja, noch geragte Skelette. Die mag man auch sehr gerne. Aber das auf links ist alles nur ein Ablenkungsmanöver. Weil er noch einen Mega-Ritter setzt und der E-Giant holt sich jetzt einfach den Turm. Herrlich. Schönes Game, oder? Das war schon nicht schlecht. Ne, sagt er nicht schlecht. Ja, das war schon ganz gut gespielt. Let's go. 6-3. Flawless? Flawless sogar? Ich habe so frech gespielt und ich habe gar keinen Schaden kassiert. Okay. Kein einziger Damage. Und 6-3, weiter geht's. Okay. Oh, hä? Oh Gott, oh Gott. Okay, Mutter-Ex hinten, in Sam-Lane. Und dann musst du gleich im Prinzip die Elite-Bewahren da reinbringen. Ja. Ich hoffe, dass er keinen Execution oder so einen Scheiß hat. Ich hab da schon den Magier gesehen. Ja. Okay. Das ist auch ein bisschen brutal, aber solange der Baby-Ding jetzt drauf liegt, ist es in Ordnung. Oh, ich dachte, er stirbt davon. Absolut frech, du kannst. Ja, ist okay. Only Electro Dragon ohne Chain, ohne. Backup also, ist genau. Oh, was? Der hat echt noch einen Bomber. Witzig, aber ist egal. Ja, musst du durchlaufen lassen. Turm weg? Nein. Hä? Was ist los? Der ist geraged, musste ich. Der war geraged. Der hat noch 2 jetzt rausbekommen. Was hat er jetzt? Auch eine Skami? Oh, 1. Ne, er ist ein Pro. Oh, was? Alter, läuft mit dem Rücken dahin. Mit dem Rücken. Ibersbrücke rein. Sepp für Breiter für Skami. Hä? Ist selber gut, ist nicht so gut. Wie kann das sein? Was meinst du? Was ist das für ein Deck? Modex rein, Modex. Ne, das geht auch, oder? Geht das? Hast du nichts gegen seinen Golem pushen? Ein Hit. Zweiter Hit. Ja, das, der geht schon down, aber das Ding ist halt jetzt, dass du nichts. Was spielt denn der wieder? Golem, Elite, Barbaren und 2 Drachen? Wer will mich denn hier verarschen? Wenn du Golem hinten siehst, E-Buffs andere Seite Bridge. E-Buffs Dings Bridge. E-Buffs du meinst E-Giant? E-Giant, ja. Was hat er eben nur Holzfäller, ne? Er hatte Holzfäller, die muss halt nicht im Cycle. Also kann er da besser die eigentlich nur Bomber reinspielen. Ich hoffe, er committet noch was. Dann kannst du Skami rechts setzen. Du setzt einfach mal Skami rechts hin und musst es eh machen. Schnell am besten. Ich mache, ich weiß nicht, Skami hier. Ja, und einen Holzfäller hier. Und jetzt Schaden. Noch hier eine Mutterhexe vorn. Und jetzt komme ich zum Mega. Geile Mutterhexe außerhalb des Nados, strong. Ja, jetzt so, und jetzt guck mal hier, Sepp, so zack. Mutterhexe lebt. Ja, das war stark, und die das töten auch. Sicke Defense. Nächster Golem. Einfach rechts rein, überhaupt rechts hinten so, du musst es machen. Du musst diesen Golem jetzt versuchen, Flawless zu verteidigen. Spiel Holzfäller rein und Skami. Alles in die scheiß Golem klatschen. Ja. Wie kommen wir noch rein? Genau. Und Tornado. Reicht das? Ich weiß es nicht. Analyse? Mutterhexe. Hallo, hallo. Hab ich. Alter Max, holy shit, er hat Feuerball, es reicht nicht 5 HP. Wir rüber aufs Knick, ja. Oh mein easy, Gott. Easy, easy. Huhn. Oh, Huhn? Junge, erzähl mir doch nicht, dass das easy also war. Das Huhn bei 5 HP im Global Tournament.
Hat er keinen Dafür kassiere ich Karma, da kriege ich erstmal den Losing Streak rein. Aber jetzt kriege ich die Losing Streak eh, da kann ich noch ein paar mehr Hühner schicken. Ich bin so toxic, Wahnsinn. Aber ich genieße es. Das ist noch viel zu toxic. Das ist sehr toxic, aber komm. Krieg jetzt eh eine Losing Streak, weil ja, ich hab das Karma herausgefordert, klar. 15 Games, fantastisch. Schade, dass es kein All-Chat gibt. Die ganze Zeit noch gefragt, wie er sich fühlt und so. Ja, die Klassik. Standardfrage. Wie fühlst du dich? Nice. Alter. Klar. Ups, schreibt er. Holzfäller Brücke, hab nichts. Mit Sepp bereithalten. Okay. Ich hätte auch keine Mutterhex, das wäre voll geil gewesen. Ui. Mega. Dann würde ich jetzt... Mega Mini hinten. Dann kannst du entweder E-Buffs oder den E-Giant direkt reinspielen, sobald er in deiner Hälfte ist. Ich würde für den E-Giant gehen, da muss ich ein bisschen... Nee, jetzt. Oh, ist sogar da. Hm, jetzt nicht mehr. Das ist jetzt sick. Guck mal, ich ziehe es jetzt in ihn rein und der Mega-Retter ist wieder in meiner Hälfte. Nee, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber die Hexe stirbt und darum geht's. Ist das so lucky? Wieso? Das ist so ein Play. Müsstest du eigentlich direkt den Turm verlieren, damit du weißt, dass du es nicht mehr machen darfst. Aber so machst du es immer wieder, weil du irgendwie denkst, jo, die Hexe ist ja deswegen gestorben. Stimmt. Das ist aber scheiße. Aber es passiert öfter, als es nicht passiert, oder? Nein. Das Problem ist, in den Situationen, in denen es scheiße läuft für dich, checkst du halt nicht, dass der Missplay war. Hast du da Pfeile aufgespielt? Ja, einfach so. Hast du da keine Pfeile mehr? Hat sich verraten. Ja, der Problem. Wenn er jetzt hier sein Ding spielt, dann kannst du im Grunde das Mega-Mini wieder spielen, dann E-Buff spitten und dann hast du gewonnen. Ah, ne, er hat E-Buff, okay. Dann Mutter extra rein. Achso, ich mach so. Und. So. Was ist das jetzt hier? Den schiebe ich jetzt weg. Und macht nur noch halbe Hits und ist tot. Jetzt habe ich einen schönen E-Giant Mega Minion Push und habe nur anderthalb Hits kassiert. Okay. Jetzt ziehen wir das so richtig cool zusammen. Instant tot. Boah. Das war ja bad von ihm. Der ist endlich mal schlecht einfach. Ist einfach richtig schlecht. Junge. Oh, ist das geil. Der ist einfach richtig schlecht. What? Der springt? Okay, du hast gewonnen. Aber du solltest dir bitte nicht, also denk jetzt nicht, dass du gewonnen hast, weil du gut warst. Sondern ja. Du hast gewonnen, weil der Gegner scheiße war. Das ist wichtig noch, ne? Wichtig, also richtig. Du darfst jetzt nicht denken, dass das irgendwie, ne? Stimmt. Ey, 8-3 sieht schon besser aus wieder. 10 würde schmecken, 12 wäre ein Traum. Okay, Hellmaster. Kannst du Mega mal hinten spielen? Oder da ist Gami rein? Ja. Gut gedacht. Ja. Aber? Nee, war eine gute Umsetzung auch. Passt. Er hat einen Spirit, ein Fass und einen Lock. Also, war es ein bisschen zu langsam, aber die Theorie war gut. Ja, einfach wahrscheinlich nochmal das Lockbait. Ne? Hat der eine Rocket? Damit... Was meinst du? Hat der eine Rocket? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch ein Fernrohr. Okay, dann würde ich jetzt Agent Brücke. Schnell. Du Brücke. Jede Sekunde zählst. Drin. Jetzt hat er Entfernung und der Entfernung kommt wahrscheinlich zu spät an. Oh, ein Tesla. Okay, scheiße. Ja, okay. Das ist unlucky. Okay, E-Buffs links. Er hat nichts zum Cycle. Keine Goblin gegen nichts. Er muss Holz, Fire Spirit, dann die Goblin spielen. Kriegt er nicht hin. Holzen. Fire Spirit.
Wie kommen wir da drauf? Du musst auf der linken Seite. Oh ja, fuck it. Ich war voll abgelenkt, dass ich links Zepra lieber. Aber nice. Genau, für den Schaden sind wir gegangen. Sauber. Krass, das war heftig. Ich dachte schon so, der E-Giant, fuck, das war jetzt schlecht. Und dann war es zack, alles geil. Wurde extra rein aggressiv auf die Prinzessin gleich? Nicht, dass er noch einen Ritter vorpflanzt. Macht er nicht. Oh, der ist jetzt, das Schwein ist schon. Oh, okay, Tesla ist raus. Ja, jetzt den Agent, sein Tesla raus, sehr gut. So, du kannst schon mal deine Skami für das Kohlfass bereithalten oder Nado, je nachdem. Wenn dann Firespill kommt, spielst du Holzfeuer, Brücke und Nadost. Passt. Dann muss er noch deffen. Die Rage des Skami ist auch nicht okay. Mega Mini rein auf den Holzfeuer, sonst macht der Prinzess Bridge. Auf den Ritter meinst du, ja? Ja. Okay, du kannst. Jetzt zieh ich ran. Ja. Insane, dafür will ich Props. Ja, gut gemacht, ja, war jetzt. Danke, danke. Kein Weib musst du mir noch nicht sagen. Weil, danke. Weiß ich doch. Kami. Er ist zum. Oh, der Holzfäller. Macht den Agent davor brechen? Okay, pass auf. Auch sick? Ja, wenn er die Rakete trifft, ist nicht so sick, aber. Ja, okay, spiel noch. Oh, nice für dich. Spiel Nado rein, ja. Oh, Wahnsinn. Nice, du hast gewonnen. Der Gegner war überfordert. Das war ja krank. Oh, was ist das noch? Digga, das war ein ganz krankes Game, obwohl er sogar einen Tesla für Dings hatte. Ja, das war gut. E-Buffs haben ihn gebrochen. Wir pushen mit einem Holzfäller-Skami-Push den Werter ab. Dann mit einem E-Giant, Werter easy ab. Und dann kommen noch die E-Buffs. Überfordert ja, ihn. E-Giant mit dem Holzfäller overextended, das war schon der Fehler. Also so easy krass abgewehrt war es gar nicht. Krass. Das war ein geiles Game. Ja, seitdem ich das Huhn gespammt habe, ist nur noch alles geil. Ja, das Chicken ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Was habe ich hier? Der Anwalt Solmecke, den kennst du ja, ne? Ja, klar. Der hat auf meinen GTA-RP auf mich reagiert als Polizist. Was soll das? Was? Um Gottes ob man Willen das darf, was ich da als Polizist mache, das muss ich mir später noch reinziehen. Natürlich nicht. Ich kenne keinen Paragraph auswendig und schieße auf Zivilisten. So macht er das. Aber er macht immer das, was gut Klicks gibt. Feiere ich auch sehr an ihm. Ja, der Mann hat das YouTube-Game verstanden. Immer. Muss man so sagen. Der ist sehr kompetent und weiß, was die Leute sehen wollen. Ja, richtig. Der schreibt einen Titel Trimax, geht die ALP und nimmt einfach die Klicks mit. Ja, es ist ja übertrieben geil. Und dann habe ich wieder ein Video, was ich mir anschauen kann. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass das Free-to-Play-Projekt so geil wird. Ich wusste, dass es sehr geil wird, aber ich wusste auch nicht, dass es so geil wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil ich freue mich so doll auf das neue Update. Kann so lange nicht mehr dauern. Oh ja. Hier gefallen mir meine Truppen nicht so. Nein, mir auch nicht. Wenn wir das schnell genug töten, dann kriege ich ein Schwein. Und das Schwein fängt nicht einen Eisgeist ab. Muss ich ranziehen, fuckt mich sonst irgendwie ab. Ranziehen? Zack. Was machst du jetzt gegen Holz, gegen Spannerreiter oder die E-Box? Ist jetzt sogar nochmal was, ist unnötig. Kanone ist raus bei ihm, ne? Darf man rein? Ja, geh nicht rein, der hat ein Zeigedeck. Zeig die Kanone so schnell um die Ohren, dass du nicht mal weißt, wo oben und unten ist. Krasser okay, erster ab. Damage. Muss ich immer den Nado dafür bereithalten, immer? Ja. Aber wenn er Eis. Der ist schon wieder ready. Ja, ja, das ist Nummer 6, Max. Setz einfach Skami gleich an, wenn er Schweinerette bringt. Ansonsten Mega Minion hinten. Und dann Feuerball? Ja. Warum fragst du denn dann direkt? Nein, ja, der wird jetzt keinen setzen, nicht in die Modex. Er wird höchstens Feuerball spielen. Ansonsten kannst du jetzt einen E-Giant setzen. Versuch's mit E-Giant, aber das wird nicht klappen. Jetzt kannst du Nado spielen, wenn er keinen aggressiven Hawk bringt. Jetzt, guck dir das Timing aber an. Jetzt hast du halt wenig X hier. Oh, was? Der ist schon tot? Hä, woran ist er denn gestorben? Wer? Okay, da merkt man da schon, dass der genervt wurde, oder? Also die Interaktion war immer so. Die Kanone. Echt? Ein starkes, ja, Kanone ist halt. Macht halt nur Bodenschaden, aber macht dann auch guten Schaden. Die E-Buffs dahin oder hier eins weiter zurück? Dahin, wo du sie jetzt gerade hast, ja. Oder sogar noch eins weiter zurück. Ja. Jetzt wieder rein.
Ist ja über am Sweaten, der will ja gar nichts machen. Ja, der ist echt ein bisschen mutig, ist er recht. Ja, du gibst ja ein Feuerbewältigung, ne? Ist halt dumm. Mach mal hier Giant hinten rechts. Okay. Wie warf's mal davor? Schätzungsweise wird er nicht alles mit dem Feuer übertreffen. Richtig. Wie kommen wir dahinter? Instant Tumor, okay. Das Viech finde ich auch cool noch. Ja, das ist aber gut für dich jetzt. Das ist sehr wieder gut. Ready, hä? Mann, du kommst jetzt durch, Max, du kommst durch. Jetzt kommst du durch. Oder könntest Holz du durch, ist raus. Hat die nächste Kanone jetzt. Da bin ich schnell. Interessanter Sepp, sehr gut. Oh, er ist auch krass. Was? Wer ist er denn? Will er extra rein? Oder E-Boss? Oder Nado? E-Giant hinten? Ja, ich hab jetzt erstmal E-Bubs nach vorne. Jetzt seine Kanone raus. Kann ich jetzt links E-Giant? Oh nein, du kannst nicht auf Cycle wachsen. Er hat die nächste Kanone auf Cycle. Echt? Ja. Wie viel Damage macht er die Kacke? Der spielt das so geil, Alter. Kanäle über die gehabt. Der hat bestimmt auch Cycle. Ein Hit? Ja, ein Hit nur. Hey, wie mächtig ist er denn? Wer ist das? Kennst du den? Nein. E-Giant davor. Nee, hier so. Du, ist Lane ist immer cool gegen den. Weiß ich jetzt nicht, ob du Lane so cool gegen den ist. Heißgas hat er auch noch. Er disrespected mich. Sag, er soll's lassen. Lass es. Oh, Junge. Ja, was war das? Stirb, 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 Mann! Was soll ich machen? Ja, du musst jetzt einen E-Giant irgendwie, du musst versuchen, zwei E-Giants ins Feld zu bekommen, aber das klappt halt nicht. Okay, dann mach ich erstmal einen E-Giant links. Ja, gute Idee. Jetzt musst du aufpassen, dass du keinen Schweinereiter wegkassierst, sonst verlierst du. Du glaubst Nadel, ja. Also ich hätte die Buskette halt auch reingenadelt noch. Das stimmt nicht vielleicht. Ist klar. Ach, was ist das denn? Wer ist das denn? Sicher, dass du den nicht kennst? Ja. Das war der beste 2.6-Player. Ich hab keinen Eber, keine Mutterhexe, kein Schwein von der Mutterhexe, kein E-Giant, kein Mega Minion im Rage, kein Holz oder irgendwas durchbekommen. Wie sicher bist du dir? Könnte das sein, dass er für SK spielt und du weißt es nicht? Der ist Level 11 oder 5K, Junge. Was für SK? Er hat immer ein gutes Matchup gehabt. Der Typ hat scheiße gespielt, der hätte ich normalerweise noch viel mehr frisch gemacht. Wenn das ein guter Spieler gewesen wäre, hättest du keinen einzigen Schaden gemacht. Und du hättest auch nicht so spät verloren. Das ist keiner von SK. Das ist einer von SK. Du bist der extrem triggert, so dass das geht, aber Schweinerei Super 6 ist extrem gut gegen dich. Ist so stark gegen mich. Ja. Und da musst du auch nicht gut sein. Das sieht nur gut aus, was er macht, weil er so schnell cycelt. Aber das könntest du wahrscheinlich auch. Also verzögertes so Karma. So ungefähr. Mhm. Was jetzt? Jetzt ist jedes. Jetzt jedes Game Matchpoint, ne? Ja. Muss ein Chef Strubel. Das war gleich immer. Wer ist, hä? Hat er schon gezockt? Scheinbar nicht. Er hat ja noch ein bisschen Zeit. Hä, hey, der ist gar nicht da. Oder wieso wird er nicht angezeigt? Warte, ich guck mal, ob er im Clan ist. Hab noch nicht gespielt. Doch, der ist da. Loot Boy Chef ist im Clan. Der hat noch nicht gespielt in einer Woche. Ja, keine Ahnung. So ist das. Willst du ein Duell gegen ihn, oder was? Nee, aber der ist sonst auch immer seit einer Woche da und er spielt nicht. Ich muss mir schon fast Sorgen. Das ist sein Lebenselixier. Sein Lebenselixier.
Safe. Rein ins nächste. Jetzt jedes vier. Game entscheiden. Wir müssen also 10 müssen wir machen. 10 müssen wir machen. Wie viel sind wir? 8, ne? Ne, 9 haben wir. 9, das ist jetzt Matchpoint. Was für da? Du kannst da die Modexe gleich reinspielen. Und da kannst du über aufs Rechts spielen, über aufs Rechtsbrücke. Mit einem Zap? Ja, probier's. Also wenn du da... Wenn da das kommt, ist ja. Was. Oh, gut, die Setums down. Nice. Das... Okay, gut. Lass den Elektrik durchlaufen. Oder echt? Achso, er hat bis jetzt sowas gemacht. Und der kann jetzt ja einen Hit vielleicht da machen. Nee, aber wie willst du jetzt den Mega Ritter verteidigen? So, jetzt springt er jetzt auch, das Mega Minion kommt zurück. Nee. Was? What? Das klappt, aber... Das ist echt nicht die Art und Weise, wie man das spielt. Aber war interessant. Du wusstest nicht, dass es die Interaktion gibt. Natürlich wusste ich das, aber so macht man das nicht. Aber das ist schon, ich hau immer wieder krasse Sachen raus. Junge. Das ist so... jemand, der Tricks macht im Fußball und sich dann aber beim Achten verfängt und das nichts bringt. Auch richtig. So wie du Fußball spielst, spielst du auch Clash Royale. Das ist irgendwie nicht so gut. Ja, schon. Das ist sehr inkonstant. Den durchlaufen lassen? Ja. Er holst du da rein? Nach hinten einfach? So, wenn er da auf den Mega-Ritter spielt, spielst du Mega-Minion in die Lane und dann hast du die E-Bubs. Und dann klärst du den Mega-Ritter und dann... Okay. Spiel jetzt schon mal Mega-Minion rein. Hinten. Genau. Ja. Und dann spielst du die Hexenmutter Same Lane. Hat er das schlecht gemacht, oder? Sehr ich jetzt nicht gespielt, aber ansonsten war es schon gut von dir. Genau. Zum Schwein. Noch zum Schwein. Sick. Ja, du kannst jetzt schon. Lieber aufs Links. Okay, das ist der Turm. Ich sehe der Turm. Oh, ich glaube, er noch der zweite, weil er seinen Mega-Ritter gesetzt hat. Nee, ist nicht der Turm. Hast ein bisschen Pech gehabt. Hm, da musst du gar nicht einfach zappen. Zapp, Max. Oh ja. Hä? Hallo? Hey. Ey! Du musst Nado gleich auf der anderen Seite spielen. Nado einmal rüber, zack. Da kommt ein bisschen Damage. Gott. Bitte pass auf, jetzt, bitte pass auf, konzentrier dich jetzt. Bitte jetzt voll Fokus, du bist gerade am Choken. Schnell die einsetzen. Jetzt hat er mega Ritter. Er setzt sowas Dummes ein, das ist gut für mich. Ja, er setzt E-Jan-Brücke, E-Jan-Rechtsbrücke, E-Jan-Rechtsbrücke. Wobei, nee, nee, Mutter-Hexe, genau. Mutter-Hexe. Oh, Mega-Mini rein. Selbst das Wichtigste, zack. Gut, okay, das ist erstmal gesaved. Spiel gleich einfach E-Jan-Rechtsbrücke, der hat nichts dagegen. E-Jan-Rechtsbrücke, nee, du den Elektro-Ding, Inferno-Ding rein, da hat sich das. Space Race kann er nicht gewinnen, ne? Nein. Oh, aber der Stun ist, könnte mächtig werden. Der Stun vom... Du unterschätzt immer die Stuns. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah! Mutterhexe rein. Ist die andere Seite. Zapp ist einfach, Zapp ist einfach. Kein Zapp, kein Zapp, kein Zapp. Du brauchst für den Zapp. Zapp! Big Spam! Ja, rechts ist durch. Das ist es. 100... Alter. Wie viel Damage macht... Nado und Zapp. Nicht genug. Er hat es so fantastisch gemacht einfach. Nein. Er war nein. So gut. Ich war immer so vorbereitet auf eine unfassbar gekonnte, gelungene Superverteidigung gegen meiner Skeleton Barrel. Und er packt immer noch die Speargobs hinterher, die länger tanken für die Mutterhexe. Und ich habe dann den Turm verteidigt mit dem Zapp. Die Skelette laufen aber zurück zu der... zu meiner Mutterhexe, die dann aber währenddessen von den Speargobs stirbt. Der hat einfach mit einem, der hat mit diesem Trick zweimal 600 Damage rausgemacht. Das hat er so toll gemacht einfach. Er läuft mit seinem Speargobs in meine Mutterhexe und weiß ganz genau, Skelette und Speargobs, das kontert zwar die Mutterhexe, aber beides zusammen zwingt sie in die Knie und das ist zweimal passiert. Hat er geil gemacht. Finde ich fand's beeindruckend. Ich wurde so noch nie besiegt. Okay.
Oder? Ich fand es jetzt nicht beeindruckend, aber es ist schön, dass du es beeindruckend fandest. Da bin ich glücklich. 2500 Gold fehlen mir. Das ist bitter, Mann. Das ist richtig bitter. Was machen wir jetzt? Sagen wir Scheiß drauf, das Public Deck ist cool. Scheiß auf die Hexenmutter. Wir gehen fürs Competitive Deck, das No-Damage Deck, wie in guten alten Zeiten, was jetzt wieder in der Meta funktioniert. Da hätte ich gegen die ganzen Single-Target-Dinger einen Free-Win gehabt. Gegen Schweinereiter, Widderreiterin hätte ich auch alles gewonnen. Das kannst du machen, das würde ja gar nichts bringen, wenn du jetzt die Karten upgradest. Du könntest ja nicht zocken. Ich würde die Mutter extra auf jeden Fall auf 13 bringen. Kann ich ja immer noch nicht, aber. Ja, ich könnte ja noch tauschen. Tauschen? Was kannst du tauschen? Der tauscht doch für Gold, tauscht für Gold. Ja, ja. Die E-Barbs, oder? Oder den E-Giant? E-Giant bringt dir 5k. Was ist denn was Geiles, was jeder haben möchte? Es möchte jeder haben. Ich denke mal. Ich gebe mal sowas. Du musst vieles loswerden. Du kannst Dark Prince geben, du kannst Prince geben, du kannst Hunter geben. Execution oder sogar, ich bin nett, gut. Ich bin nett. Da gibt's irgendwas. Es spielt nicht jeder E-Giant, da wird jemand tauschen können. Drei Leute nur online? Wir haben letztens einen Clankrieg verkackt. Wer ist hier der Anführer von meinen Mods? Mit Vize-Anführer. Ja, also im letzten Clan sind wir Erster geworden. Ja, okay. Inaktive Leute austauschen, raus mit denen. Mickey, das letzte Mal online vor einem Monat. Und Flobby, also von Flobby bin ich am meisten enttäuscht. Er hat einfach aufgehört. Warum? Weißt du, was geil ist? Flobby hat das Talent, die größten Gelegenheiten, endlich mal wieder Klicks zu machen, einfach nicht wahrzunehmen. Das kann ich nicht verstehen. Das ist immer so beim Flobby. Immer wenn was gut laufen könnte, sagt Flobby, ah nee, ich lass das lieber. Der spielt sein ganzes Leben lang CE und ist einmal der größten Challenge des Jahres nicht mit dabei. Er hatte auch Klausurenphase, muss man sagen. Ah, 2 Monate lang. Ohne ein Game machen zu können. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht. War halt echt Pech, dass wir in der Season mit einer Schützerkleine Liga waren. Ah, okay. Würde tauschen, mir fehlt der E-Giant. Achso, was hast du denn? Ich hab alles. Ich kann auch. Oh nee, doch nicht. Ich könnte. Was habe ich denn noch? Gewöhnlich habe ich noch was Max, ne? E-Bubs. Aber gibt es auch so viel Gold? Nee, ne? Ivas bringt 1250. Nee, das lohnt nicht. Ah, Bixen will einen Ritter. Ich will auch einen Ritter, lol. Gib mir die sofort zurück. Ach so, nice, danke dir. Ich bräuchte einen Ritter. Gewöhnliche Karten. Anforder. Ich muss ja nur auf Turnier schauen. Level 9 ist ja total einfach. Wir geben das, wir geben das, wir geben das. Was mögt ihr noch? Hinzufügen, tauschen. Dann brauchen wir einen Grabstein. Oh! Peaks Free to Play, ich glaub, sehr ich geil. Ich mach einen Trade sogar. Ja, warum? Was brauchst du davon? Weil ich Royal Giant bekomme und dadurch 1250 Gold. Oh, dann lass ihn nochmal machen. Du kriegst einfach Gold und ich krieg den Ritter. Ja. Free-to-play ausgedribbelt. Ist echt so. Was? Habe ich genug Ritter? Ja, locker, oder? Nee, hä? Ja, doch, du hast, glaube ich, genau genug. Müsste 200 und dann 400 sein für Level 9. Chillig, und dann brauche ich jetzt noch einen Grabstein. Und dafür gebe ich eine fucking Musketierin. Theoretisch kannst du auch. Ja, okay. Schweinereiter. Du könntest auch Megaminion geben, dann könnte ich wieder den Goldtrade machen und die 50 Megaminions bekommst du eh, bis du das Gold hast. Korrekt. Wieder ein Goldtrade? Alter Wahnsinn, guck dich das an. Jetzt 2,5k plus gemacht. Junge, ich werde heute reich. Hä, und ich brauche die Karten. Ja, ist nice. Das ist ja voll OP. Das ist echt broken, ja. Jetzt kann man kurz hier. So, nur ein bisschen Skill und einen aktiven Clan. 50 für Level 8 und 100 für Level 9, ne? Beim Grabstein? Ja. Theoretisch könnten wir das No-Damage-Deck sogar heute schon zocken. Aber selbst dann, was bringt das? Wir könnten eine GC gehen für das Gold. Der ist zu krank. Wobei du dann ja wieder Gold investieren müsstest und ja, das wird schwierig. Da weine ich.
Also 5, 6, 7 Siege wirst du bestimmt schaffen. Ich spar lieber. Okay. Ich will dir ja nicht im Wege stehen. Nee, nee, auf keinen Fall. Das müsst ihr auch erstmal üben. Fuck. Morgen bin ich weg. Mist. Mach du hast ja eh nur das normale GT. Ich muss die Mutter hochziehen. Ja. Ich muss. Hat noch irgendjemand? Wie viele Leute ist online? Jetzt mittlerweile 6. Gut. Anfordern. Ich gebe einen Prinzen. Ich gebe eine Hexe. Ich gebe einen Lightning. Ich gebe. Ich gebe sogar eine Skami. Ah, da habe ich leider nichts. Ich habe den Ejan nicht. Pieks gibt nochmal, nimmt sich die Skami. 101.000 Gold, Mutterhexe hoch. Das ist es. Wichtiger Moment. Free to play nach etwas mehr als 3 Monaten, ohne einen Cent auszugeben. Erste Legendary auf maximalen Level. Let's go. Das ist die Macht, Mann. Das ist halt fett. 1600 XP, auch geil. Mega Minion kriegen wir ja auch ganz schnell hoch. Hatte ich ja eben schon, habe ich nur weggetauscht, um ein bisschen Gold zu kriegen kurzzeitig. Genau wie die Skami, die können wir auch schon hoch machen. Genau wie den Zap. Was hier alles. Ich kann jetzt ja schon wieder zwei Karten maxen, ne? Krank. Das Stack bleibt so oder so stark. Public finde ich das insane. Also Public habe ich echt, finde ich das sehr, sehr, sehr nice. Nur in der Grand Challenge finde ich das kacke. Oder in jeder Challenge. Aber Public, wenn wir diese Season ja einen Rekord aufstellen. Die 5-8 schaffen wir wieder. Ich hole jetzt jede Season den legendären Joker. Die Mutterhexe wurde zwar 4% genervt, ne? Oder wie viel wurde sie genervt? Ne, der E-Giant 4%. E-Giant wurde um 4% Leben genervt, genau. Ja. Und die Mutterhexe wurde auch um irgendwie 6% Leben genervt. Aber bei der Mutterhexe ändert sich eigentlich die wichtigste Interaktion, dass Pfeile und Logs jetzt, glaube ich, töten. Also nichts Relevantes. Pfeile und Log tötet. Gut, das passiert ja nie. Aber jetzt habe ich sie auf 13. Das heißt, verglichen zu letzter Season, klar, E-Giant 4% schlechter, Mutterhexe 6% weniger Leben. Aber jetzt Mutterhexe Level 13, das heißt nochmal 10% besser jedes Mal, ne? Ja. Ja, genau. Insgesamt sollte ich dadurch doch wieder stärker sein. Klar, auf jeden Fall. Safe. Krank. Eine Epic, eine Common, eine Legendary und als nächstes eine Rare. Nochmal 100.000 Gold. Wo kriege ich denn das her? Qualität bei mir ganz schrecklich geworden von einem Stream. Witzig. Oh, Mutterhexe anfragen. Oh mein Gott, halt's Maul. Stimmt, wie smart. Oh mein Gott, wie konnten wir das vergessen? Oh mein Gott, du kannst. Ey, ein aktiver Clan. Wie dumm. Das ist ja so mächtig. Ja, scheiß drauf. Oh mein Gott, jedes Mal, wenn jetzt jemand eine Mutterhexe nicht braucht. Ey, gerade wie wir getradet haben, ne? Ja. Du gibst mir Ritter, die ich brauche. Du sammelst sie zwar auch, aber jedes Mal, wenn ich dir einen Royal Giant gebe, kriegst du Gold. Jedes Mal, wenn ich dir einen Mega Minion, weil du es gemaxt hast, kriegst du Gold. Jedes Mal, wenn mir jetzt eine Mutterhexe gibt, die er nicht braucht, und dafür jetzt ein Miner, Holz, Banditin oder Friedhof bekommt, kriege ich wie viel Gold? 20.000. 20.000? Das ist jetzt für dich eine Goldkugel, Max. Je mehr Sachen du gemaxt hast, desto mehr Gold kriegst du. Ja. Ja, im Prinzip schon, ja. Also jetzt nur das mit den. Also jede legendäre Tauschtoken können jetzt potenziell 20.000 Coins sein. Genau, richtig, ja. Und damit wirst du so long-term deinen Goldnachteil, sag ich mal, wirst du so hart. Ja, wie viel brauche ich denn? Er tauscht auch noch um den Gold. Was hat er? Er hat mir nochmal 2,5 Gold geschenkt. Sehr chillig. Den Feuerball. Mega Minion 100.000, Sepp 100.000, Skami 50.000. Nado 8.000. Ja. So 158.000 brauche ich gerade. Plus mein Kopf. Wie viele Tauschmarken hast du? 4. Aber jetzt brauchen wir erstmal Leute, die Mutterhexen übrig haben. Und ich habe. Du hast auch nicht genug Karten, ne?
Ich habe nicht so viele andere Karten, ja. Also jeder Joker wäre dann ja potenziell auch nochmal 20k Gold, ja. Ja, richtig. Geh auf dein Main. Ich würde echt gerne traden, aber ich will die halt selber auf Max-Level haben. Ja, ja, safe, safe, safe. Oh mein Gott, das ist ein guter Plan. Guck mal, was ich jetzt mache. Ist das Lost? Was wünschen sich die Leute? Chat, ihr seid gerade 10 Leute online. Sehr gut. Die 10 Leute online sind, die kriegen einmal Props. Was wollt ihr euch haben? Wenn ihr eine Mutterhexe habt und ihr könnt euch eine Legendary wünschen, welche wäre das? Von all denen, die ich habe, außer Magic Archer und Princess. Ihr könnt euch eine wünschen. Ihr könnt euch sogar einen Mega-Ritter wünschen. Ich habe einen Joker. Ihr könnt euch eine wünschen. Nachthexe. Welche ist es? Hallo. Der zuerst schreibt, kriegt's. Sparky? Jeder will Mega-Ritter. Inferno Dragon. Einer muss reinschreiben. 10 Leute online. Meiner Holzfäller. Ja, davon sind wir. Du könntest aber cheaten und mit deinem Pay-to-Win-Account tauschen. Dann wäre es nicht mehr Free-to-Play. Ja, okay. Gut. Man muss schon einen finden, der es braucht. Nicht alle im Clan. MK. MK, okay. Soll er haben. Joker ziehen. MK. Ist Mega-Ritter. Ja. Zack. 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 Zurück. Karten tauschen. Legendär. Ich fordere die Mutterhexe an. Gib Mega-Ritter tauschen. Bumm. Und ein Joker zu 20.000 Gold umgewandelt. Das ist so krank. Das ist so geil. 20.000 Gold, ne? Das ist auch einfach so smart. Einfach ein bisschen Skill, ein bisschen Brain und einen aktiven Clan. Ich kann jetzt jeden Joker in 20.000 verwandeln. Leute, ich bin jetzt einfach in Wunschbrunnen. Jo, hat jemand eine Mutterhexe übrig? Du kannst dir eine Legendary aussuchen von allen Karten, die es gibt. Natürlich, ja, stimmt. Fehl zwei Elektrogeister zu tauschen, scheiße. Hab auch noch drei. Peaks, was wünschst du dir? Ich habe keinen Joker mehr, aber du brauchst kein Holz meiner Banditen und Friedhof. Reinzünden hier wieder, ja. Okay, gut. Schauen wir nochmal, wenn du einen Joker hast. Okay, okay, gut, gut, gut. Lol, ist nicht auch übel smart? Was denn? Was ist jetzt smart? Dass ich, wenn ich jetzt hier die Karre... Warte mal. Mein Baby Dragon... Ja, oh, wie geil! 5k Gold in meine Tasche, Junge. Baby Dragon Max, zack. Echt? Ja. Also Babydenk habe ich maxed und deswegen habe ich dadurch halt 5k Gold bekommen. Alter, wie viel Gold da einfach auf der Straße liegt. Kann ich ja 9-mal mit epischen Karten, 8-mal mit selten, 8 gewöhnlich und dann 10-mal legendär theoretisch. Wild. Liegst du einfach alles maxed? Wie viele Karten hast du maxed? Ich habe ja 3, wie viel hast du? Ich habe 3 maxed auch Level 13. Babydenk habe ich... Max auf Level 12 mit Gold fehlen, den kann ich aber gleich upgraden. Mhm. Und dann habe ich, ja, Elektro-Dragon habe ich 47 von 200 und Mutterhexe 2 von 20, aber das war's. Also fast mein halbes Deck ist Max. Danke fürs Verkaufen vorhin. Ey, tut mir leid, Herr Strobel. Alter, Herr Strobel war ja so schwach, ne? Was sagst du dazu? Nicht. Hä, warum sehe ich Trimax hier nicht? Wieso höre ich ihn? Hä? Hä, bei mir ist hier nur Bixbin im Channel. Ja, ja, Discord-Buggy. Discord-Buggy, man kennt's. Achso, ich dachte, du bist alleine. Ja, was denn? Da kommst du hier so rein, Alter, wie so ein Raubs hier von hinten, wie so ein Arschgeier, ja, und stapfst dir den Bixbin. Wenn die Leute alleine sind, lauern sie mit dem Discord auf. Wir wollen die ganze Zeit hier schon abmoderieren, fertig machen. Vielen Dank für den geilen Support, vielen Dank für die ganzen Subs, für die Primes. Und ja, viel Erfolg bei Bixbin im Turnier.